Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, und zwar, ich habe Post bekommen. Und zwar von der Firma GBFKI. Ich soll ein paar Sachen für euch testen und euch zeigen. Und darüber freue ich mich sehr. An dieser Stelle vielen Dank an GBFKI, dass ich ein paar Produkte ausprobieren darf und meinen Zuschauern präsentieren kann. So, ich würde sagen, wir reden gar nicht lang. Wir packen mal aus. Ich habe die Tüte schon aufgemacht. Drei kleine und ein etwas größeres. So, Tüte kommt weg. Und zwar hat der Versand dieses Mal tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Der Versand hat 22 Tage gedauert. Am 29. wurde es verschickt, 29.11. und am 20. kam es an. Also es hat wirklich ein bisschen länger gedauert dieses Mal. Aber nichtsdestotrotz ist es angekommen. Ich denke, das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass einige Länder jetzt auch im Lockdown sind und also alles nicht ganz so einfach ist mit dem Zoll und so weiter und so fort. Aber das ist auch, ja, das... Also, die Sachen habe ich nicht verzollen müssen. Und zwar ist es so, dass ich das aus Deutschland zugeschickt bekommen habe, das Paket. Das heißt, es wird in China, jetzt muss ich gerade mal gucken, in Möllendorf wurde das umetikettiert und dann zu mir geliefert. Das heißt, für euch fällt hier keine Zollgebühren an oder irgendwas in der Richtung. Das werde ich mich immer wieder gefragt. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Die haben immer Verteilerzentren in Deutschland. Von dort aus wird es dann weitergeschickt an den Endkunden. Genau. So, ich würde sagen, wir packen mal aus. Fangen wir mal mit dem hier an. So, wupp. Ich glaube, ich kann schon erkennen, was es ist. Ja. Und zwar habe ich mir schon ein bisschen was bestellt für den Frühling, sage ich mal so. und zwar diesen schönen Hasen. Den habt ihr bestimmt schon das ein oder andere Mal gesehen. Und zwar, ich hatte auch schon mal einen Hasen selber gepixelt. Und jetzt wollte ich mal wissen, wie der hier rauskommt. Und der hat mir schon so gut gefallen. Schon länger habe ich den schon im Auge gehabt. Und zwar haben wir hier wieder gegossenen Kleber drauf. Wo habe ich meinen Straightener? Und ich mache gerade nur kurz die Folie runter. So. Dass man das einfach ein bisschen glatt streichen, dass ich es euch besser zeigen kann. Man kann es auch gegenrollen. Das dürft ihr aber allerdings nur machen, wenn ihr wenn ihr gegossenen Kleber habt und keine doppelseitige Klebefolie. Ja, wir haben bei dem Bild 24 Farben. Hier eine schöne Legende auf beiden Seiten. Schön klar mit Durchnummerierung. Wir haben hier nur Buchstaben, was für uns der Europäer super ist. Und hier die DMC-Nummern mit dabei. Und dann schauen wir uns auch mal den Druck gleich an. Wenn ich schon... Oh, heute habe ich mal wieder so ein richtig schönes Licht. Wir haben es zwar echt eiskalt, also wir haben minus 4 Grad heute. Und es ist alles wirklich, die ganzen Wiesen sind alle weiß, weil die so gefroren sind. Aber die Sonne scheint, das ist wirklich schön. So ein richtig schöner Wintertag haben wir heute. Und ihr seht, der Druck ist einmalig, ganz klar. Gibt es überhaupt nichts zu meckern. Klebekraft ist auch gut. Was ist das? Dreckhepferer. Wir messen mal das Bildchen aus. Also das Bild hat die Leinwandgröße von 30x40 und die zu bepaintende Fläche ist 25x34,5.
Das steht aber, wenn ihr in die Artikel reinschaut, also ich verlinke euch natürlich alles in der Videobeschreibung bzw. Infobox, macht ihr einfach auf, dann kommt ihr direkt zu den Links. Und wenn ihr das Bild euch anschaut, dann scrollt mal bei den Bildern weiter. Da steht es immer mit dabei, die Größe. Ansonsten, wenn da kein Vorschaubild ist, normalerweise ist es immer so ein gepixeltes Vorschaubild, wo dann genau die Größe von der Leinwand und die Größe von der zu paintenden Fläche angegeben ist. Und da könnt ihr einfach mal dann schauen. Und das sieht man dann auch, wie es gepixelt aussieht. Ja, es ist nicht immer bei allen Produkten, aber ich sag mal, 70% aller Produkte haben diese Vorschau. Was ich persönlich sehr gut finde, weil dann sieht man auch mal, wie es gepixelt aussieht. Kommt das Bild wirklich so schön raus, wie ich es gerne hätte? Und ja, das gibt natürlich einem einen tollen Eindruck. Wir haben hier eckige Steinchen, wie ihr vielleicht schon erkannt habt. Ganz normales Standard-Toolkit mit dabei. Pack mal die Steinchen mal aus. Ah ja, die sind super. Oh, schön. Ich freue mich so, dass ich heute so ein schönes Licht habe. Ah, toll. Echt. Da kann ich es euch mal wieder so richtig schön präsentieren und zeigen. Und ach, das freut mich echt. Und die Steine, wie ihr sehen könnt, sehen wunderbar gleichmäßig aus. Wir haben hier Acrylsteine. Aber die sehen prima aus. Da ist ein rundes dazwischen gekommen. Kann mal passieren. Und ja, schön gleichmäßig. Keine Ecken, keine Nasen, keine Verformungen. Ich meine, es kann immer mal sein, dass auch ein paar schlechte Steinchen mit dabei sind. Aber in der Regel geben die Firmen genug, wirklich genug Steinchen mit, damit man das auch austauschen kann. Ja, hier haben wir schöne Farben. Oh, schönes Rosa. Natürlich ganz viel Weiß für den Hintergrund. Und ich freue mich, dass es die 3000, ja, die 21, die 3865, da freue ich mich sehr drüber. Das ist im Hintergrund, das ist es mit cremeweiß und dann kommt es auch richtig schön raus. Das freue ich mich. Ich mag die 5200 tatsächlich nicht ganz so. Und hier haben wir noch die 3866. Ja, ein wunderschönes Bild. Ich freue mich echt, dass ich das habe und dass ich das dann im Frühjahr, vielleicht zur Osterzeit oder schon ein bisschen früher mal gucken, painten kann. Und ja, ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Also ich finde es wirklich sehr schön. Doch, gefällt mir wirklich gut. So, haben wir das erste Bildchen. So, machen wir mal das nächste Bildchen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr ganz genau, was ich mir alles ausgesucht habe. Vielleicht ist auch noch ein Winterbild dabei. Ich kann es nicht beschwören. Ich schaue mal rein. Oh. Oh. Oh, okay. Ja, ihr erkennt es schon. Ich habe mir ein Bild bestellt mit Sondersteinen. Ah, dieser Baum. Ja, ich erinnere mich. Na? Die Leinwand ist ziemlich fest. Ja, wir haben hier einen schönen Baum. Hier seht ihr das Bild. Mit verschiedenen Strasssteinen, Sondersteinen. Und ich habe gedacht, ach komm mal, so ein kleines Bildchen mit so Sondersteinen ist doch auch mal schön. Zwischendrin ist es ja ein Vollbild und das finde ich, hat mich irgendwie angesprochen. Was mir aber hier auffällt, ich habe euch doch letztens auch ein Strassbild gezeigt, das ich tatsächlich angepaintet habe. Ich bin aber noch dabei, ich habe nur vielleicht 5 oder 10 cm Streifen gepaintet bisher. Und hier haben wir keine DMC-Nummern. Also hier haben wir wirklich nur die Nummern. Was ich ein bisschen schade finde. Gerade beim Strass hätte ich es cool gefunden, wenn da DMC-Nummern mit dabei sind. Dann könnte man sich die Strasssteinchen zur Seite sortieren können. Jetzt schauen wir uns das mal an, was wir da haben. Boah, schön.
habe mal diese großen Strasssteine. Schön, schöne Rosa. Also hellrosa, auch schöne Farben. Und ihr seht, die Silberhaut der Steinchen ist schön gleichmäßig. Wir haben ein paar kleine Löcher. Das ist halt einfach wie bei den Acrylsteinen, hat man ab und zu mal, aber die kann man trotzdem benutzen zum Pellen. Das sieht man nicht auf dem Bild. Schön. Dann haben wir hier so Ovale oder wie man das nennt. Oh, einen schönen Blauton. Hier einmal so Tropfen in Rot. Tropfen in Perloptik. Und hier haben wir auch Tropfen in Blau in so einem Perlmutt und Rot. Hat so ein bisschen was von AB. Ein bisschen. Ja. Dann haben wir hier kleine gelbe Strasssteinchen. Oh, und hier haben wir so irisierendes Strass. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Janine, du schaust doch bestimmt dieses Video an. Gib mir mal in den Kommentaren, sag mir mal, ob ich recht habe oder nicht. Sind das AB-Strasssteinchen? Also Strass mit Aurora Borealis Effekt. Ich glaube ja. Weil das ist eigentlich durchsichtiger Strass. Die haben aber einen Überzug wie AB-Steinchen. Also dass das schimmert so, hat so einen Polareffekt. Also so irisierend. Aurora Borealis nennt sich ja Polarlicht. Das heißt, es schimmert wie Polarlicht. Und das passt ja. Ne? Hier haben wir ein paar normale Steinchen. Schwarz ist immer bei Strass ganz wie normale Steine. So einen hellen Rosaton. Schönes Dunkelblau. Ein paar silberne Steinchen. Rot und hier nochmal ein Braun. Ja, sehr schön. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn es gepaintet ist. Auch hier haben wir wieder gegossenen Kleber. Klebekraft ist super, prima. Wir haben 16 Steinchenfarben, also Steinchen und Sondersteinchen, würde ich jetzt mal sagen. Farben kann man ja nicht so unbedingt. Und wir haben auch hier wieder eine kleinere Größe. Also die Leinwandgröße ist 30x30 und die zu paintende Fläche ist 24 mal 23,5, also geht ein gutes Stück weg von den 30x30, aber auch das steht mit dabei. Jetzt können wir uns einmal den Druck anschauen. Ja, wie gewohnt, ganz klar, gut zu erkennen, kann man nicht meckern. Also, prima, schöner Baum, sieht bestimmt schön aus, wenn es gepaintet ist. So. Habe ich aber auch schon einige Sondersteinchenbilder, muss ich echt sagen. Gell? Obwohl ich ja, ja ein bisschen skeptisch dem gegenüber bin. Also, was heißt, ihr habt mich irgendwie, kennt ihr das, wenn man was nicht so viel hat oder so, es reizt einen dann irgendwie. Und sagt, oh, irgendwie möchte ich es ja doch mal ausprobieren. Und ich finde auch, man kann auch sich immer erst ein Urteil erlauben, wenn man es auch gemacht hat. Wenn man sagt, okay, ich habe Strass gepaintet, es ist was für mich oder es ist nichts für mich. Ne? So sehe ich das. Und wenn es nichts für mich ist, dann kriegt ihr die Bilder verlost. Dann verlose ich die an euch. Dann könnt ihr euch dafür bewerben, wenn ihr das mögt. Es gibt ja viele, die das mögen. Ne? Aber es kann auch sein, ich sage nach, wenn ich mein Strassbild fertig habe, oh cool, gefällt mir richtig gut. Ich kann mir vorstellen, noch mehr davon zu machen. Ah, ich weiß, was da drin ist. Und zwar habe ich ein Bild ausgetauscht. Ich glaube, das ist das. Weil ein Bild, glaube ich, nicht verfügbar war oder irgendwie so war das. Und ich glaube, das ist das. Ich bin mal gespannt, ob das ist. Oder ist das das Große? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, es ist das Große. Ach, krass. Okay, es ist ein anderes. Ja, genau. Und das ist das Winterbild, was ich gedacht habe, was ich mir noch ausgesucht habe. Und das fand ich auch so schön. Und zwar haben wir hier eine Weihnachtslaterne mit einem kleinen Vögelchen, das draußen steht. Machen wir mal kurz. Glattstreichen. So.
So. Kann man es ein bisschen glatt streichen, dass ihr es schön sehen könnt. Also das hat sich echt bewährt, das Teil. Und zwar haben wir hier eine Größe von 30x40. Hier wieder die Leinwandgröße und die zu bepaintende Fläche ist auch wieder ein bisschen kleiner. Hier haben wir 34,5. Also auch wieder ein bisschen kleiner. Aber wie ich schon vorher erwähnt habe, das steht mit dabei. Wir haben hier 25 Farben. Das finde ich richtig, richtig toll. Und wir haben hier auch DMC-Nummern mit dabei. Und was mir auch auffällt sofort, es ist chronologisch. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann A, B, C und so weiter. Keine Sonderzeichen, nur Buchstaben und Zahlen. Perfekt. Schauen wir uns einfach mal den Druck schon mal an. Auch der, ja, ich muss auch echt sagen, in diesen Shops, die ich hier euch immer so vorstelle, ich habe das, glaube ich, von 100 ein Bild vielleicht, das schlecht rauskommen würde. Ne? Und also das kommt wunderbar wieder raus. Und auch hier das Vögelchen, total niedlich. Und hier der Tannenzweig mit Schnee bedeckt und hier das Holz hinten im Hintergrund. Hier noch zwei Tannenzapfen und der Schnee. Ich glaube, es wird richtig schön werden. Auch hier ist die Klebekraft prima. Wir haben hier in dem Fall runde Steinchen, ein Standard-Toolkit mit dabei. Und auch hier haben wir wieder DMC-Nummern, wie ihr sehen könnt, nebendran. So, schauen wir uns mal die Steinchen an. Naja, gibt es gar nichts zu meckern. Auch hier wieder Acrylsteine. Schönes Rot. Ja, super. Prima. Sehen alle schön gleichmäßig aus, haben einen schönen Glanz. Prima. Und auch hier sehr schön. Alle Steinchen sehen sehr schön aus. Ja, schönes Winterbild. Kann man jetzt auch noch im Januar painten, ne? Das ist ja noch kalt draußen. Also prima. Gefällt mir. Ja, ich suche mir auch immer alles aus, was ich denke, was mir auch gefallen könnte. Ja, jetzt haben wir ein bisschen größeres Bild. Bin mal gespannt, wie es rauskommt. So. Ah, sehr cool. Ich freue mich schon, ich habe mir schon was entdeckt. Und zwar haben wir hier wieder einmal den Home-Fun-Druck. Und zwar habe ich mir diese zwei süßen Schnecken ausgesucht. Ist das nicht niedlich, das Bild? Schauen wir mal, wie es rauskommt. Was ich auch hier schon sehe, wir haben 33 Farben. Ah, es ist so rum kurz. Oh Gott, es ist goldig, hey. Meine Güte, hey. Fliegt halt runter. So. Ach, es ist süß. Ich lege es vielleicht mal so, dann seht ihr es vielleicht im Ganzen. Ich mach mal. Folie ein bisschen runter. So, und hier auch nochmal, dann kann man keine Falten, dann kann man es einfach schöner zeigen.
super. Ja, und zwar haben wir hier die zwei süßen Schnecken. Und ich finde das echt goldig, das Bild. Also wirklich süß hier. Und hier das Schneckenhaus, schön bunt. Ich könnte mir auch gut vorstellen, hier ein bisschen mit AB zu arbeiten, dass man hier den Glanz, hier diese Lichteffekte ein bisschen in AB einbaut. Voll süß. Gott, könnte ich mir auch gut vorstellen, vielleicht zum Valentinstag, weil das so im Februar zu painten. So. Gott, mit der kleinen Pusteblume, die es in der Hand hält. Echt süß. Und schauen wir mal uns den Druck an. Wir haben hier eckige Steinchen, wie ihr sehen könnt. Ja, der Druck ist doch schön klar. Kann man nichts meckern. Auch hier bei den vielen Farben. Ja, und wir haben hier eine ganz tolle Legende. Und zwar ist das Bild ja 40 mal 50. Und zwar haben wir hier einmal die Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Und hier nebendran steht die DMC-Nummer. Und hier die Steinchen, die wir benötigen pro Farbe für das Bild. Wir haben hier einen sehr guten Kleber. Bloß nicht falsch rum. Da muss man immer aufpassen bei den Bildern. Da darf man die Folie nicht falsch rum draufkleben, weil dann kann es sein, es geht fast nicht mehr runter. Und zwar haben wir ja hier eine Größe von 40 x 50. Bei denen überall, wo hier der ZQ steht, die sind meistens entsprechend meistens der Größe, die angegeben ist. Ja, wir haben hier 39 mal 48,5. Also die Leinwandgröße, kann man sagen, entspricht so gut wie dem zu pixelnden Bild. Also die angegebene Größe entspricht dem zu bepainten Bild. Ja, irgendwie hat mich das angelacht und ich freue mich jetzt, dass ich es habe. Wir haben hier natürlich sehr viel Grüntöne und was aber schön ist, hier auch bei diesen Bildern mit dem ZQF, da habt ihr immer abgepackt in Druckverschlussbeutel. Habe ich hier ein paar Steinchen drin. Ich muss mal jetzt gerade mal gucken, was das für eine Farbe sein kann. Oh, siehst du hier? Das ist so, das ist eine andere Farbe, oder? Ah, das hier ist es, glaube ich, oder? Nee, das ist die hellere. Das, ich glaube, das ist die Farbe. Ja, das ist die Farbe. Komisch aber, weil das ist... Nee, war nicht zu. Ich habe es gerade zugedrückt. Tun wir die mal. Vorsicht, das kann mal passieren, gell, bei Druckverschlussbeuteln, dass sich mal eins da ein bisschen öffnet. Aber trotzdem mag ich es mehr, wenn man es in so Beutelchen hat. Dann kann man, wenn man Lust hat und man hat keine Behälter übrig, kann man trotzdem anfangen zu painten. Ohne sich irgendwelche Beutel eins aufzuschneiden. Hier sind auch noch Steine. Ich mache die mal da drüben in die Tüte rein. Weil die muss ich auch noch aussortieren. Jetzt zeige ich euch die erstmal. Die Steinchen. Ja, auch die sind schön gleichmäßig. Wie ihr gesehen habt, haben wir Acrylsteine. Und die Farbe ist irgendwie so grau-weiß. Ich weiß nicht, keine schöne 5200.
Aber es gibt halt immer von Händler zu Händler gibt es immer mal Unterschiede. Ein schönes Grasgrün. Und ihr seht, die Steine sehen wirklich gleichmäßig aus. Hier haben wir noch unser Toolkit. Wir haben hier ein, ich hol's mal kurz raus. Wir haben hier einen Stift mit einem Squishy, also so ein Fingerschutz, so ein Halter, dass man schön angenehm painten kann. Vierer Aussitzer, ein Einser Aussitzer. Hier haben wir noch einen Zehner Aussitzer, zwei dicke Blättchen, also die zwei Blättchen. Hier. Und eine Metallpinzette. Das ist aber so eine ganz einfache. Mit der painte ich nicht so gerne, also die werde ich nicht benutzen. Aber ich benutze jetzt mal das Schiffchen. Das ist ein kleines, einfaches, weißes Schiffchen. Und das schauen wir uns mal eine Farbe an. Die hier. Schauen wir uns das mal an, wie die aussieht. Da ist Pink ist dazwischen geraten. Ja, die sehen schön aus. Und mal zusammen machen, dass man auch sieht, ob sie schön gleichmäßig sind. Ja, schön gleichmäßige Steinchen. Kann man gar nichts sagen. Doch, die sind gut. Also mittlerweile sind die Acrylsteine wirklich so gut wie die Harzsteine. Das Einzige, was den Acrylsteinen tatsächlich noch ein bisschen fehlt, ist die Größe. Und die sind ja meistens einen ganz kleinen Ticken kleiner. Und der Glanz ist manchmal nicht so schön. Oh, hier haben wir einen großen Beutel von 3750. Und ach, was ich euch noch zeigen kann. Und zwar, das können wir uns ja mal anschauen. Das ist die Nummer 24. Nummer 24 steht hier drauf. 4027 Steinchen braucht man. Und auf dem Beutel steht 4550. Das heißt, wir haben 500 Steine mehr, als wir eigentlich benötigen. Also, ihr seht, die Shops geben immer wirklich ausreichend Steine dazu. Meistens sind es 10%. Hier können wir uns mal Steinchen von einer dunkleren Farbe anschauen. So. Ja, auch die sind schön. Haben auch einen schönen Glanz, muss ich sagen. Also, okay, bei dunklen Steinen sieht man es halt noch besser, gell? Als jetzt bei hellen Steinen. Ja. Aber schön gleichmäßig. Wir haben keine unterschiedlichen Größen. Was man ja früher bei Acrylsteinen ja ganz viel gehabt hat, gell? Dass man mal kleine, mal große, mal dicke, mal dünne gehabt hat. Und das ist wirklich, hat sich total verändert im letzten Jahr. Finde ich toll, wirklich. Ach, hier war es Toolkit. Ja, ich würde sagen, wir painten ein bisschen zusammen. Und dann können wir uns das Ergebnis vielleicht dann nochmal anschauen. Jetzt überlege ich gerade, von welchem Bild. Ich überlege es mir noch und dann sehen wir uns gleich im Anschluss wieder. Bis dann. Jetzt haben wir, also habe ich ein Stückchen gepaintet, wie ihr gesehen habt. Seht ihr das? Ich bin echt voll zufrieden. Also die sitzen alle schön dicht an dicht. Ein ganz kleines bisschen Hammerlücken, aber minimal. Also ich muss sagen, ich bin echt total begeistert. Seht ihr diesen schönen Glanz, wie die schön glänzen, die Steinchen.
Und sieht das richtig schön aus. Hat richtig Spaß gemacht, das Stückchen hier zu painten. Also kann man gar nicht sagen, die Qualität ist super. Ich hatte kein einziges Ausschusssteinchen. Also von daher auch alles prima. Und oh, einfach schön. Schöner Glanz. Ja, also kann euch das auf jeden Fall empfehlen. Nächstes Mal paint man vielleicht mal wieder ein rundes Bild an, dass auch die Fraktion sieht, wenn wir mal, wie es aussieht bei runden Steinchen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin gespannt, was ihr zu der Bildauswahl sagt, ob euch das gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.